Guten Abend alle miteinander, insbesondere die Gäste auf dem Podium. Ich begrüße Sie im Namen der Attac-Regionalgruppe Kassel. Und mein Name ist Veronika Bayer und ich werde heute Abend moderieren. Wir haben uns das Thema transatlantisches Handels- und Investitionsabkommen bewusst ausgewählt, gerade im Vorfeld von den Europawahlen. Denn in keinem, kaum einem anderen Thema wird so deutlich, wie die Europäische Union sich definiert oder definiert. Bei den Entscheidungen, wohin die Reise gehen soll, ob die Stimme der Bürgerinnen und Bürger und der gewählten Vertreter und Vertreterinnen überhaupt zählt. Deshalb ist es besonders interessant, die Parteien dazu zu hören. Und das ist der Zweck des heutigen Abends, natürlich auch, was das Publikum zu sagen hat. Ich möchte Ihnen jetzt unser Podium gerne vorstellen. Das ist Frau Anke Domscheit-Berg von der Piratenpartei, Kandidatin für das Europaparlament. Neben ihr Herr Lürgen Lenders. Herr Jürgen Lenders, er ist für die FDP im Hessischen Landtag. Dann mache ich mal außen bei. Der Herr Michael Ehrhardt kandidiert für die Partei Die Linke, das Europaparlament. Herr Enrico Schäfer ist im Bundesvorstand von der SPD Hessen und Nord und Leiter des Ausschusses Europa und so weiter. Und dann der Herr Häusling, der ist schon Mitglied im Europaparlament. Ich weiß nicht, ob ihn das freut. Von Bündnis 90 Die Grünen. Und zuletzt, aber danach gleich als Erster, Herr Dr. Fritz Klunk, seines Zeichens Mitherausgeber der Zeitschrift Die Gazette, hat auch einen langen Anreiseweg aus München. Sie werden bemerkt haben, dass die CDU fehlt. Wir haben sie schon vor 3 Monaten auf allen möglichen Ebenen angesprochen und die Antwort war immer die gleiche. Aus terminlichen Gründen können Sie keinen Vertreter entsenden. Das ist also die Eigenaussage der CDU zu ihrer Personalie und zu ihrer Kompetenz in dieser Frage. So, kommt zum Ablauf des Abends. Herr Dr. Klunk wird eine Einführung halten. Danach kommen ein paar Fragerunden an die Vertreter der Parteien. Und danach sind Sie aufgefordert, heftig mitzudiskutieren. Wir machen eine Tonaufzeichnung für unser Attac-Radio und Freien Radio Kassel und wir haben auch den Verein Transparente Politik gestartet, Videoaufnahmen zu machen, allerdings nur vom Podium. So, noch eine letzte Geschichte, und zwar dieser schöne Raum, der ist nicht umsonst und vor einigen Wochen wurde die Verstärkeranlage gestohlen und bemerkenswert zügig ersetzt. Wenn Sie dafür spenden wollen, dann haben Sie danach eine Gelegenheit, da hinten ist ein Körbchen im Ausgang. Und jetzt bin ich mit meiner Einführung am Ende und übergebe das Wort Herrn Dr. Klunk. So, mir wird 20 Minuten genehmigt, das kann man nicht hören. Aber ich glaube, noch näher. Dann nehmen wir es hier an. Etwas noch mehr. Was ich Ihnen heute Abend nicht geben werde, ist ein Exkurs über Chlorhühnchen. Und ich würde mich freuen, wenn auch aus dem Publikum die Zahl der Fragen zu Chlorhühnchen überschaubar bliebe. Erstens hat man davon jetzt schon sehr viel gehört und eigentlich genug. Und zweitens sind die häufig auch in Protesten, wohlmeinenden Protesten vorgebrachten Argumente, Chlorhühnchen, Hormonfleisch und Gen,
Pflanzen, vordergründig und vermutlich lange nicht so gefährlich wie manches andere, was mit diesem Abkommen zusammenhängt. Und auf das möchte ich gerne jetzt eingehen und deshalb bleibe ich jetzt außen vor. Ich lasse auch weg ein weiteres Problem, das kaum umstritten ist, auch nicht von Gegnern der CCDP vorgebracht wird, nämlich die ganze Frage, die ganzen Fragen der Zölle. Die Zölle sind ein absolutes Nullproblem. Für die Zölle bräuchten sie nicht einmal diese transatlantische Investitions- und Handelspartnerschaft. Die werden ohnehin schon seit Jahrzehnten gesenkt zwischen der EU und den USA, ohne dass irgendjemand davon was mitbekommt. Da liegen also auch keine Probleme. Die Probleme liegen woanders, bei den sogenannten nicht-tarifären Handelshemmnissen. Tarifäre Handelshemmnisse ist ein komplizierter Ausdruck für Zölle und alles, was nicht Zölle ist und den Handel aber in der Meinung der Befürworter behindert sind, die sogenannten nicht-tarifären Handelshemmnisse. Handelshemmnisse sind in den Augen der Befürworter des Abkommens sehr, sehr viele Dinge. Dazu zählen Standards, technische Normen, Prüfstandards. Es zählt aber auch dazu etwas, was nur als Plan im Moment von der Bundesrepublik angedacht wird, nämlich eine eigene sogenannte Schengen-Cloud einzurichten. Das heißt, ein Datenpool, der es verhindert, dass die Daten nach Amerika müssen und wieder zurück, sondern dass die in Europa bleiben, was dann die NSA nicht mit abhören könnte, ist die Idee. Eine solche Schengen-Cloud ist nach Ansicht der amerikanischen Handelskammer ein Handelshindernis. Das heißt, wir dürfen so etwas nicht machen, ohne wir kriegen den Vorwurf, dass wir hier ein neues Handelshindernis aufbauen. Es ist zu erwarten, dass sehr vieles, was hier verhandelt wird, nicht in der vorgesehenen Zeit, nicht von den vernünftigen Zeit verhandelt werden kann, zur beiderseitigen Zufriedenheit, sodass jetzt im Moment geplant ist, dieses Abkommen gar nicht zu Ende zu verhandeln, sondern es entweder in mehreren Stufen aufzustellen und auszuverhandeln, eine erste, eine zweite, eine dritte Stufe, oder aber, was schon in vielen Handelsverträgen auch der Fall ist, einige Dinge außerhalb des Abkommens durch Gremien, Koordinationsgremien regeln und vereinbaren zu lassen, dass dann später in das schon beschlossene Abkommen einfließen darf. Der Ausdruck dafür heißt Living Agreement. Das ist kein Fachausdruck, aber der wird gerne benutzt, um zu sagen, es ist kein toter Text, der ein für alle Mal feststeht, sondern er wird laufend adaptiert und den geänderten Umständen angepasst. Dieses Living Agreement macht den Gegnern der TTIP einige Bauchschmerzen, zum großen Teil mit Recht, weil, wenn ich jetzt in die Details gehen, weil die Europäische Kommission die Möglichkeit hat, bestimmte Dinge, die in so einem Vertrag festgesetzt sind, abzuändern, ohne dass es nochmal in die Parlamente muss. Durch einfache Verordnung. Ich kann Ihnen ein Beispiel aus dem Handelsvertrag mit Südkorea geben, wo bestimmte Prüfungsfristen für Lebensmittel vorgesehen sind. Alle 2 Monate muss es untersucht werden, was da importiert wird. Irgendwann stellt die Europäische Kommission fest, ist alles in Ordnung. Dann kann sie, ohne dass jetzt noch einmal ein Parlament damit befasst wird, festlegen über Verordnung, dass die Prüfungsrhythmen nicht mehr 2 Monate, sondern 6 Monate oder 8 Monate lauten sollen. Also solche Verfahren werden auch hier angedacht, um bei großen Schwierigkeiten in den Verhandlungen voranzukommen. Ein zweiter Punkt, der den Gegnern Sorge macht, ist die Befürchtung, dass das öffentliche Beschaffungswesen, sehr gerne wird hier gleich der ganze Ausdruck öffentliche Daseinsvorsorge verwendet, der noch umfassender ist, aber bleiben wir mal bei dem etwas enger gefassten Begriff des Beschaffungswesens. Sie wissen, dass unsere öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Bund, Länder, Gemeinden, Dinge brauchen. Die müssen Sachen einkaufen, also Büropapier. Oder aber sie vergeben Konzessionen für Dienstleistungen, zum Beispiel das allerberühmteste Wasser oder Energie und anderes, öffentlicher Personennahverkehr etc.
Diese beiden werden unter dem Beschaffungswesen zusammengefasst. Dazu ist eine neue Richtlinie erschienen. Am 15. Januar ist die jetzt gerade beschlossen worden im Europaparlament, wo einiges besser geregelt ist als früher, muss man sagen. Nun gibt es aber etwas, was nun wirklich, jetzt muss ich zitieren, ich werde es Ihnen schriftlich eben und laut vorlesen. Ich sage zuerst positiv, ich will ja ausgewogen sein. Es gibt keinen konkreten Hinweis in allem, was wir über die TTIP-Verhandlungen wissen, dass die Partner, EU oder die USA oder die tragenden und treibenden Wirtschaftsverbände, einen direkten Angriff auf das öffentliche Beschaffungswesen planen. Das gibt es nicht. Ich habe da große Schwierigkeiten mit meinen Attac-Kollegen, die immer sagen, das ist in Gefahr. Steht auch hier drauf, es ist schwierig. Es gibt keinen rauchenden Colt in dieser Geschichte. Aber, die Handelskommission verfasst jährlich einen Bericht an den Europäischen Rat über Handels- und Investitionshindernisse. Sie sagt also, wir haben bei unseren Bemühungen sind wir auf folgende Schwierigkeiten gestoßen und da müssen wir noch was tun. Und da steht nun im Bericht von 2013, steht drin, wenn man jedoch bedenkt, dass diese Hemmnisse häufig in Bereichen zunehmen, in denen multilaterale Handelsdisziplinen noch nicht sehr ausgeprägt sind, beispielsweise im Bereich des öffentlichen Beschaffungswesens und der Ausfuhrbeschränkungen, bleibt die Weiterentwicklung von Disziplinen, die über das Regelwerk der WTO hinausgehen, eine vorrangige Zielsetzung im Rahmen unseres Verhandlungsprogramms im Bereich Handel. Das klingt kompliziert. Im Klartext heißt es aber, Sie haben es alle verstanden, es gibt Länder, da ist das, also gut, es gibt Länder und Bereiche, da ist noch nicht so liberalisiert, wie wir das gerne hätten. Und an der Stelle müssen wir unsere vorrangige Zielsetzung bei unseren Verhandlungsprogrammen setzen. Da müssen wir besonders tätig werden. Also in dieser allgemeinen Fassung wird ganz klar gesagt, das öffentliche Beschaffungswesen soll weiter geöffnet werden für private Unternehmen und speziell in diesem Fall ausländische Unternehmen. Der dritte Punkt, der Sorge bereitet, ist auch schon sehr oft und ausführlich beschrieben, sind die sogenannten Schiedsgerichte. Der Ausdruck Schiedsgericht ist unzutreffend sachlich in dem, was die TTIP betrifft. Aber um es sozusagen volkshochschulartig aufzumöbeln, es gibt Schiedsgerichte, es gibt in Den Haag ein Schiedsgericht, wo ein Staat einen Staat verklagen kann, wenn da ein Streit entsteht. Es gibt in Paris die Internationale Handelskammer, dort läuft gerade die Klage von EnBW gegen Baden-Württemberg, also ein Unternehmen gegen eine öffentlich-rechtliche Körperschaft. Und es gibt noch zwei, drei andere. Daneben gibt es nun eine ganz andere Art der Streitbeilegungsmechanismen. Und die ist im TTIP vorgesehen und die ist es, die Sorgen macht. Das läuft folgendermaßen. Aber auch nur ganz kurz, weil das schon so viele genickt haben, es ist Ihnen vielen nicht unbekannt, was ich jetzt sage. Wenn ein Unternehmen, das in einem anderen Land des Partners investiert hat, die Befürchtung hat, dass Gewinne geschmälert werden könnten oder geschmälert werden sind oder künftig geschmälert werden könnten, dann hat dieses Unternehmen, wenn das Abkommen unterschrieben ist, das Recht, den Gaststaat zu verklagen. Nicht vor einem Gericht, sondern wenn das der Fall ist, dann benennt das klagende Unternehmen einen privaten Anwalt, der verklagte Staat benennt einen Anwalt und die beiden zusammen benennen einen dritten Anwalt, drei private Anwälte. Und die setzen sich dann mit dem Kläger und mit dem verklagten Staat zusammen und handeln so lange rum aufgrund des Vertrages, bis eine Einigung zustande kommt.
Und was da zustande kommt, ist dann bindend. Es gibt keine Revision, es gibt keine Befangenheitsanträge, alles, was bei ordentlichen Gerichten möglich ist, ist hier nicht möglich. Und vor allen Dingen, die ganzen Verhandlungen finden hinter verschlossenen Türen statt, weil es ja Geschäftsgeheimnisse sind, um die es da geht. Die Befürworter der TTIP sagen immer wieder, das sei doch alles überhaupt völlig undramatisch, weil, und ich muss das jetzt sagen, bevor andere auf dem Podium das vielleicht sagen, tut mir leid, wenn ich irgendjemand was wegnehme, aber ich nehme sie denn weg. Sie weisen darauf hin, dass Deutschland 131 Investitionsschutzabkommen bereits getroffen hat mit anderen Staaten, in denen eine solche Regelung für Streitigkeiten vorgesehen ist. Da kann man die rhetorische Frage anstellen, hat Deutschland davon je irgendeinen Schaden gehabt? Nein, also was soll die Aufregung? Die Aufregung kommt von zwei Tatsachen her. Erstens, die 131 Investitionsschutzabkommen sind mit schwachen Ländern getroffen worden. Das erste war Deutschland, Pakistan. Also deutsche Investoren brauchen in Pakistan Schutz, also pakistanische Investoren in Deutschland sind eher selten. Also da waren wir immer in der Vorderhand. Die Investitionsschutzabkommen, die bisher geschlossen worden sind, nützen immer dem stärkeren Partner und sind für den schwächeren Partner eine Gefahr. So ist Deutschland nie in Gefahr gewesen bisher und deshalb wurde auch nicht davon gesprochen. Jetzt aber verhandeln wir mit den Amerikanern. Und die besten Anwälte für solche Verfahren sitzen in Amerika. Und Amerika hat noch nie ein Verfahren vor einem Schiedsgericht verloren. Vergleich oder gewonnen. Verloren haben sie noch nie eins. Ich erzähle jetzt keine Beispiele von schaurigen Klagen, die da angestrengt worden sind und erfolgreich durchgeführt worden sind für Amerikaner oder in anderen Fällen auch für andere. Aber das ist ein Punkt, warum jetzt die Aufregung über die Schiedsgerichte größer ist als bisher, wo niemand was von 131 Investitionsschutzabkommen wusste. Die zweite Tatsache ist, wir haben jetzt einen Fall, wo Deutschland zu einer rekordverdächtigen, auf eine rekordverdächtige Summe von 3,7 Milliarden Euro verklagt worden ist von dem Energieunternehmen Vattenfall. Da geht es nicht mehr um 500 Millionen oder 250 Millionen, was sonst die Beträge sind, die hier den Streitwert abgeben, sondern da wird richtig hingelangt. Weil Vattenfall sagt, wir können ja jetzt die nächsten 50 Jahre, in denen wir Gewinne gemacht hätten, keine Gewinne mehr machen. Das ist aber Details lassen wir weg. Also, erstens die Amerikaner als mächtiger Partner und zweitens Vattenfall als nicht irgendein kleiner Popel-Investor, sondern jemand mit Ressourcen im Rücken, die haben es dazu gebracht, dass diese ganze Schiedsgerichtsangelegenheit heute mit größerer Aufmerksamkeit betrachtet wird. Und dann natürlich, das löst mehr Fragen aus, als es Antworten gibt, wählen Sie die Katze im Sack, Fragezeichen. Die Geheimhaltung der ganzen Angelegenheit hat auch das Publikum stärker beschäftigt als bisher. Auch bisher wurde geheim verhandelt. Die Zahl von 131 Investitionsschutzabkommen taucht jetzt auf. Haben Sie jemals von einem Abkommen zwischen Deutschland und Südkorea gehört? Niemand hat das, weil das völlig problemlose Dinge waren. Jetzt aber tauchen die auf. Und die Geheimhaltung trägt dazu bei, dass das in der kritischen Öffentlichkeit das Gefühl entsteht, wenn die da so geheim verhandeln, dann ist da wohl was, was die gerne verbergen wollen. Das ist zwar eine Unterstellung, aber die Lebenserfahrung spricht dafür, dass das nicht ganz falsch ist. Das Mandat, das die Europäische Kommission bekommen hat für diese Verhandlungen, ist zwar zwei Wochen, nachdem es aufgesetzt und an die Amerikaner gegeben war, schon geleakt gewesen und jeder konnte es im Internet lesen, aber noch immer sagt die Kommission, nein, wir veröffentlichen das nicht. Das ist völlig unbegreiflich. Und noch unbegreiflicher ist, dass ein Europaparlamentsabgeordneter, die Elmar Brok, Vorsitzender des Handelsausschusses, oder
angesprochen auf die Absurdität der Geheimhaltung eines Papiers, das jeder kennt, antwortet, ja, in dem Mandat stehen ja rote Linien drin. Das heißt, es ist genau festgelegt, bis zu welchem Grad wir uns noch was abverhandeln lassen würden. Und wenn man teilt seinem Verhandlungspartner oder Gegner natürlich vorher nicht mit, was man sich unter Umständen alles abhandeln lässt. So, und jetzt tut es mir leid, diese Äußerung ist sachlich so unzutreffend und der Elmar Brok ein so informierter Mann, dass man hier den Verdacht bekommt, er sagt bewusst die Unwahrheit. Es ist unglaublich, dass der solche Dinge sagt, im ganzen Mandat steht keine einzige rote Linie drin. So, zum Letzten ein Argument, von dem selten die Rede ist, was mir aber neulich aus berufenem Munde, angeben, aufgetischt wurde. Es geht gar nicht um Zölle. Es geht auch nicht um nicht-tarifäre Handelshemmnisse. Es geht wahrscheinlich nicht mal um die Streitbeilegungsgeschichte, sondern es geht darum, wer in der künftigen Weltwirtschaft das Sagen haben soll. Ist es der Westen, also Vereinigte Staaten Europa, Japan noch mit eingeschlossen in einem zweiten Abkommen? Oder wird es, schreckliche Vorstellung, China sein? Oder wird es Indien sein? Oder wird es der asiatische Raum sein? Merkel läuft rum und erzählt, dass wir nur noch 20 Jahre nur noch so und so viel Prozent der Weltbevölkerung und so viel Prozent vom Bruttoinlandsprodukt der Welt darstellen. Und das ist doch alles ganz schrecklich. Und deshalb kommt es darauf an, dass jetzt zwischen den USA und der Europäischen Union ein Wirtschaftsblock geschaffen wird von 800 Millionen Konsumenten, das werden alle Sie sein. Und diese 800 Millionen Konsumenten sollen eine Macht darstellen, die dann die Standards setzt, nach denen künftig auch andere Länder, und speziell China und Indien, mit uns Handel treiben sollen und niemand sonst darf das tun. Wer mir das gesagt hat, in dieser Deutlichkeit, ist der amerikanische Generalkonsul in München. Das erfinde ich also nicht. Ich habe ihm gesagt, Herr Generalkonsul, das ist ein geostrategisches Argument. Ich glaube nicht, dass er verstanden hat, was ich damit meinte. Aber seine Begleiter, die auch dabei waren, da waren auch drei Attachés dabei bei dem Gespräch, die haben dann ganz eifrig genickt. Ja, das ist ein geostrategisches Argument. Also, Sie hören das seltener von Befürwortern der TTIP, aber Sie können es, wenn Sie genau hinhören, auch bekommen. Ganz schlimm in dem Gespräch, dann bin ich aber auch fertig, war noch Folgendes. Er hat immer wieder betont, dass die Abneigung beispielsweise gegen Genmais oder genmodifizierte Pflanzen nicht wissenschaftlich begründet sei. Ich habe ihm daraufhin erklärt, nach welchem Prinzip die Europäische Union hier verfährt, nämlich nach dem sogenannten Vorsorgeprinzip. Wenn die Unschädlichkeit nicht nachgewiesen ist, kommt es nicht in den Handel. Während die Amerikaner hier eine Risk Assessment Methode haben, die sagen, jetzt schauen wir mal, wenn wir das passiert, dann handeln wir. Das sind zwei verschiedene Herangehensweisen. Ich will nicht sagen, welche vernünftiger ist, aber ich finde unsere sozusagen vorsichtiger. Das habe ich versucht, ihm zu erklären, aber auch hier hatte ich nicht das Gefühl, dass er sozusagen den philosophischen Unterschied verstanden hat. Und so, dass ich am Ende zu ihm sagen muss, lieber Herr Generalkonsul, die Amerikaner haben uns die Demokratie beigebracht. Wir sind nicht mehr der militaristische Staat von nach dem Ersten Weltkrieg. Wir sind überhaupt nicht mehr militaristisch. Wir sind freundliche, friedliche Nachbarn. Und wenn die demokratischen Institutionen sagen, wir wollen das nicht, dann muss das doch bitte gelten. Da kann doch nicht einer kommen und sagen, das ist aber nicht wissenschaftlich fundiert. Da hat er einen Moment lang geschwiegen. Und ich hoffe, dass er das nicht gleich wieder vergisst, was ich da gesagt habe. Also, dass man dem Amerikaner sagen muss, ihr seid selber schuld, wenn ihr uns die Demokratie beibringt, dann wenden wir sie an. Und wenn es euch nicht passt, dann müsst ihr zurückstecken. So, also,
Das war jetzt mein Versuch, eine objektive Darstellung des Problems zu liefern. Vielen Dank für die einführenden Worte, die auch noch unterhaltsam sind. Das kriegt man ja auch nicht immer.